Guten Tag, Würde, Mensch. In der weltbekannten Menschenrechtspreisträger Straßenstadt zu Nürnberg. Vielen Dank schon mal für das kleine Büro, für den Schnellaufsager von unterwegs. Unglaublich, das agitierte Grundgesetz ist doch möglich in Deutschland. Wussten Sie das nicht? Jetzt wissen Sie es. Menschenrechtsstraßensäulen stehen für Botschaften, aber vielfachst agitiert wird die Würde in Nürnberg. Ob die Kasse, die DRK oder das Amt für Integration. Unter anderem sind zwei Richter eingebunden, AD. Zwei weitere Akademiker, ID, also im Dienst. Und das bindet so viele Hilfsmaßnahmen, da fällt einem nichts mehr ein. Anstatt einfache Wege zu gehen, ja, wir helfen Ihnen, bringen Sie halt das noch vorbei und das noch vorbei. Nein, die werdende Mutter hat riesen Angst, Stress und das sollte man genauso wie Nikotin und Abgase vermeiden. Ja, das ist aber im Moment nicht möglich. Sie ist nämlich in einem Krankenhaus wegen einer Risikoschwangerschaft etc. Alles andere ist ja privat. Das würde ich jetzt noch nicht ansetzen, erst wenn sie selbst in die Kamera sprechen kann. Leute von heute, Beamte von heute, Juristen von heute, diese welche Mutter, deren werdendes Kind ja bald zur Welt kommen soll, unter den extremsten, unmenschlichsten Pränatalumständen, leidet jetzt schon, weil die Schockzustände ja über das, wie sagt man, Werden des Kindes übertragen werden, falls man das nicht weiß. Ich suche nach Worte. Das ist irre. Dass man den Stress nicht abbauen möchte, sondern erhöht. Zum 5. März 2018 habe ich von einer weiteren Aristokratin zu Ohr bekommen. Auf keinen Fall hat sie eine Chance, einen Krankenversicherungsschutz zu bekommen. Egal, was mit dem Kind passiert. Wie krank ist so eine Einrichtung? Ich meine, Kasse. Wie unmenschlich. War der Manager nicht einmal auch ein Embryo? I don't know. Ich weiß es nicht, vielleicht muss ich ihn mal fragen. Oder die Callsender. Oder sind die mit 20 Jahren geboren worden? Ich weiß es nicht. Ich muss leider so dumm den Aufsager generieren. Die Agitierung, egal ob Krankenkasse oder Ausländeramt, hat nicht stattzufinden. Bei keinem Menschen. Und ich bin gespannt, was die verdeckten Kontakte, die auch zum Ausländeramt kommen und zu dieser Kasse kommen, was die noch alles für meine Ohren und für diese Linse von Panasonic so auf Lager haben. Sind Sie gespannt? Es lohnt sich. Denn präventiv muss was unternommen werden, sonst brauchen wir keine Menschenrechtsstraße mit ihren Säulen, mit ihren Botschaften und auch kein Grundgesetz. Oder ist das Grundgesetz nur plakativ da? Ja, das ist natürlich auch für die Touristen da, so wie die Menschenrechtsstraßenseite mit ihren Säulen neben dem Germanischen Nationalmuseum. Ist wahrscheinlich auch nur für, ja für was ist sie denn da, die Säule? Für Image. Bla bla bla. Aber nicht für die Taten. Guten Tag. Ich werde überlegen, was ich noch unternehmen werde. Zum Beispiel
braucht das Ausländeramt, wie Sie sehen, die Originale, die alle vorhanden sind, die man braucht, nochmals. Ich habe mit einem Richter gesprochen und der hat eben gesagt, was alles vorliegen soll. Das habe ich auch getan. Und jetzt braucht man sie aber doppelt, weil die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Ausländeramt, guten Abend. Hocharrogant und kalt, hat man mir erzählt. Es war nämlich erst ein Student dort und der hat gesagt, wenn er nicht muss, lässt er sich dort nicht mehr blicken. Er hat nur jemandem geholfen. Also ist das kein Einzelfall. Integration, guten Abend, das ist zum Abschrecken. Aber Integration sollte eigentlich anders sein und sollte vielleicht, wenn man Gäste in Nürnberg hat, in Deutschland hat, vielleicht auch ein bisschen empathiegeladener im Umgang sein. Und ich weiß nicht, was ich morgen aufsage. Morgen Vormittag gibt es zum 6. März ein Hammergespräch, garantiert. Und da wird auch noch ein Botschafter im O-Ton alles mitbekommen. Und mal schauen, was er dann in die Kamera linst. Guten Morgen, Herr Mensch. Denken Sie mal nach. Auch Sie könnten im Ausland mal Hilfe gebrauchen. Möchten Sie das erfahren, was unsere Gäste im Ausländeramt Nürnberg erfahren müssen? Ich glaube nicht. Guten Abend. Gastfreundschaft. Guten Morgen. Galacom.tv. Courage, no limits. For a better planet, I hope only.